Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich hoffe erstmal, dass ihr gut über die Pfingstfeiertage gekommen seid. Also, Wetter war ja passend dafür. Aber ich hoffe, dass ihr euch nach wie vor an die, ich nenne es mal so, kleinen Verhaltensregeln, die wir in den letzten Monaten hatten, nach wie vor haltet. Denn das Ganze um die Pandemie ist jetzt nicht vorbei, nur weil wir so gelockert haben und weil das Wetter so schön ist. Leider ist es nicht so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige es ein bisschen übertreiben, aber irgendwann machen wir dann die Rechnung wahrscheinlich mit jemand anders. Ich weiß es noch nicht. Aber wir hatten ein schönes Clash-Wochenende und ihr habt es sicherlich auch mitbekommen. DCM ist jetzt vorbei. Knackiges Turnier am Wochenende gehabt. Mehrere Tage gestreamt, also Freitag gestreamt, Samstag gestreamt, Sonntag gestreamt. Freitag war DCM und Sonntag dann mit Abschluss das Finale. Zwischendurch haben wir allerdings auch ein bisschen gespielt, nämlich hier im Clan Herausforderer. Wir haben uns da kurzfristig zu entschlossen, nochmal vor der Liga so einen Freundschaftsklankrieg zu machen. Das haben wir schon mal gemacht, also nicht vor der Liga, sondern wir haben schon mal einen Freundschaftsklankrieg gemacht oder gespielt mit einem befreundeten Clan. Und das haben wir am Samstag nochmal gemacht, so kurz vor der Liga, um nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Spielpraxis zu kriegen, aber um schon mal so ein bisschen zu üben, nochmal auf ganz, ganz andere Dörfer. Und dementsprechend haben wir ein bisschen geübt und daher kam eigentlich auch der King ohne Heal. Also es gab einen King, der kein Leben hat und trotzdem auf der Karte war. Das war wirklich sehr, sehr krass, kann ich euch sagen. Zeige ich euch aber gleich. Ich bin jetzt erstmal hier in dem Dorf. Pass hat ja neu angefangen, ihr braucht nicht zu fragen. Natürlich habe ich mir den Pass hier gekauft mit dem Account hier, mit dem Avatar. Und bin auch schon relativ weit, denn ich wollte unbedingt schon mal so die ersten Sachen haben. Da gab es ja schon hier so ein schönes Buch und das wollte ich unbedingt haben, da ich mein Labor so ein bisschen vorangetrieben habe. Und auch hier sieht es echt gut aus. Rathaus 12 komme ich jetzt ganz gut zu Gange. Ich bin jetzt schon dabei, hier hinten die Maschinen zu machen, denn ich habe alle Truppen und noch nicht ganz alle Zauber. Also der Skelettzauber, den mache ich hier immer am Schluss. Habe ich jetzt schon fertig und kümmere mich jetzt erstmal um die Belagerungsmaschinen, dass die auch mal für mich dann 1, 2, 3 Level höher gehen. Sie gehen ja maximal auf Level 3 und ja, irgendwann wird dann hier auch Rathaus Level 10, denke ich mal, eingeläutet. Ich habe jetzt einen Bauarbeiter frei, aber siehe da, der Toto hat das zweite Mal jetzt mittlerweile, dass ich mir den Otto hier habe erspielt. Das ist sehr einfach, kann ich euch sagen. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, von Builder Hall 8 auf Builder Hall 9 zu gehen, um dann die Sachen zu machen, die du halt für den Otto brauchst. Und für den Otto brauchst du halt diese Geschichten hier, das heißt diese drei Buildings in deiner Home Base zu bauen. Also das ist ja der Bogenschützenturm, der Minenwerfer und eine Kanone. Dann brauchst du die Kanonenkarre hier auf Level 18. Das geht eigentlich auch recht fix, weil wenn du Builder Hall 8 am Ende hast oder bis zum Ende baust, dann hast du die ja auf 16. Dann musst du den Gigatesla hier auf Max Level haben, also auch auf 9. Den braucht nur ein Level. Das ist echt nicht viel. Und die Kampfmaschine muss 5 Level hochgehen, wenn man sie denn auf 25 hat. Und dann kann man hier upgraden. Ich habe aber im Moment gar keinen Bilder frei. Glück gehabt, wa? Ich habe die Tage schon wieder in einem anderen Dorf unendlich viele Gems für einen Busch ausgegeben. Will ich mich nicht weiter zu äußern. Das ärgert mich natürlich unheimlich. Aber ich habe mir den Otto hier in jedem Fall freigespielt. Ich habe jetzt im Moment nur keinen Bauarbeiter da oben frei. 16 Stunden braucht er noch. Und dann geht das hier im Nachtdorf auch voran. Das nur mal so am Rande erwähnt. Das ist jetzt einfach sehr, sehr einfach, fand hier den Schritt von 8 auf 9 zu machen mit den Sachen, die man für den Otto baut. Und dann habe ich hier auch oben dann einen Bauarbeiter mehr. Das heißt dann also, dass ich dann hier oben auch 6 im Einsatz haben könnte. Aber ich habe ja im Moment gar nicht so viel Loot, dass ich das Ganze hier überhaupt unterbringe, beziehungsweise ich farme im Moment ganz piano. Ich meine, auch für mich gibt es ja noch ein echtes Leben neben Clash of Clans und da spiele ich dann eher weniger. Aber wir gehen mal rein in den einen Kampf, der da war. Da muss man immer auf meinen Clan gehen, Warlock. Dann muss man sich das Classic einblenden lassen und den Haken bei Friendly Wars machen. Und da seht ihr den noch. Ich wollte den unbedingt festhalten, denn irgendwann kriegen wir sicherlich wieder eine Wartung oder sowas und dann sind die Wiederholungen alle weg. Und ihr seht das, wir haben schon mal gegen die Fußrasten-Audis gespielt, vor 122 Tagen. Und vor 2 Tagen haben wir
56-46 gewonnen. Das Ergebnis hat keine Aussagekraft, weil wir natürlich auf unserer Seite und auch auf der gegenüberliegenden Seite Leute mit hatten, die unter Umständen nicht angegriffen haben. Ich meine, wir waren da heftigst drauf vorbereitet. Ihr seht, wir sind auch ein bisschen ausgedünnt. Viele sind hier jetzt raus, weil die Liga schon angefangen hat. Und dementsprechend haben beim Gegner jetzt nicht alle angegriffen. Die haben halt welche mitgenommen, die jetzt im Moment irgendwo in anderen Clans sind, beziehungsweise die im Urlaub waren. Aber dennoch muss ich jetzt mal eben gucken, welcher Kampf das eigentlich war. Ich konnte das auf dem Bild jetzt, glaube ich, erkennen. Und zwar war das der Angriff auf Gladiator. Ich muss mal eben schauen. Und live war das natürlich echt nett anzugucken. Das ist der Angriff gewesen vom Alcatraz hier gegen die Base vom Glati. Und daher kommt auch der Screenshot. Also manchmal muss man einfach nur ein bisschen schnell sein. Aber ich meine, ich hätte ihn natürlich jetzt auch im Nachhinein machen können. Aber wir gucken uns den schönen Angriff an, den er gemacht hat. Mit 3 Sternen erstmal gefunnelt hier. Die Base geht auch in etwa so, wie er sie gemacht hat. Ich meine, er hat sie gedreiert. Aber ich glaube, ich habe diese Base auch im Rathaus 12 und 13 Bereich auch schon gedreiert. Also dieses Design hier mit kann man mit Queen Walk machen oder auch mit dem Warden Walk. Da geht beides in jedem Fall. Und jetzt geht es erstmal schön Richtung Mitte hier so ein bisschen, gleiten ihm da die Bowler ab. Aber er hat von beiden Seiten auch die Bowler jetzt geschickt und bekommt sie jetzt echt super in die Mitte rein. In der Klammbuch beim Glati ein Lava-Hund und ich glaube, ich weiß gar nicht, was noch drin war, ein Eisgolem oder sowas. Jetzt sitzt da noch die Kaserne mit dazu und jetzt läuft der Kampf erstmal recht normal. Der King tankt hier absolut mit den Bowlern und den Packer hier die Mitte. Sehr, sehr schick. Und außen gehen so ein paar Bowler. Oh, die hat es jetzt recht heftig zerfetzt. Jetzt kommt noch ein paar Hogrider mit dazu aus der Kaserne heraus, die jetzt hier die unterste Flanke entlang reiten und der Packer tankt auch für die Bowler, für die Schweinereiter, sorry. Und hier hinten irgendwo am Ende war es dann, dass wir dann tatsächlich einen King hatten, der hatte eigentlich keine Healpoints mehr, aber er war noch mit im Feld und lief dann noch so rum. Also ist schon ein bisschen witzig. Wenn ihr solche coolen, witzigen Sachen habt, schickt sie mir ruhig ein im Video und unter meinen Videos ist immer so ein Link in meinen Google Drive, da könnt ihr eigentlich solche Sachen immer ablegen. Das letzte, was da glaube ich abgelegt wurde, war ein Foto aus dem Nachtdorf, das habe ich auch noch nirgendwo eingebaut, wo jemand doch noch wieder ein Unentschieden hatte. Also es gibt auch im Nachtdorf noch die Unentschieden. Denn wenn die Sterne und die Zeit exakt gleich ist, dann gibt es da nach wie vor ein Unentschieden. Aber ihr seht das hier, dass der King hier, der hat nichts mehr. Und ab hier habe ich auch gesagt, Leute, was ist denn hier los? Der King ist doch eigentlich, der ist tot, der ist weg. Der hat keine Healpoints mehr. Wenn man allerdings, ich meine, wenn ich jetzt hier ganz groß reingehe, kann man es gerade so sehen, dass er doch noch ein bisschen hat. Aber es steht ja keine Zahl dran, wie viele Trefferpunkte er jetzt noch übrig hat. Aber hier, sind wir ehrlich, eigentlich hatte der keine mehr. Wenn wir jetzt aber mal in ein Bild gucken, und da muss ich jetzt einmal kurz in meine Fotos gehen und schauen uns das Bild hier an, dann kann man, also ich muss jetzt ein bisschen größer reingehen und ihr seht das, wenn ich richtig groß reingehe, da ist doch noch ein ganz kleiner Balken. Da ist doch noch ein ganz kleiner Balken. Wenn da eine Zahl dran stehen würde, dann würde er doch wahrscheinlich 0,00001 stehen oder so. Also echt krank und mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen. Also dies hier ist jetzt ein Foto davon, was ich jetzt extrem groß ziehen kann in der Clash of Clans Spieleansicht. Konnte ich das leider nicht so groß machen und springen wir aber wieder zurück in das Dorf hier. Also wirklich, wirklich, wirklich krass hier. Und 5 Leute haben auch zugeguckt, alles klar. Also, oh, jetzt ist mir das da gerade so ein bisschen verschoben. Naja, nicht. Ist nicht so schlimm. Gehen wir wieder in mein Dorf rein. So, da sind wir wieder in meinem Dorf. Und naja, also wenn ihr so eine coolen Sachen habt, dann schickt mir die ruhig. Ich will jetzt mal hier auch ein bisschen weitermachen, denn endlich habe ich
endlich habe ich auch wieder eine Kampfmaschine hier. Denn die Tage ohne Kampfmaschine, vor allen Dingen dann beim Farmen oder aber auch nur beim nur Sterne machen, für den Tageseinsatz des Passes hier, da fehlt die Kampfmaschine doch ganz schön. Also die kann doch ganz gut was reißen und er ist auch schon dabei hier, hat zumindest schon mal die Mini-Kaserne dort stehen und ist auch dabei, sich den zu erspielen. Da gibt es jetzt den ersten Beschuss, dann kann ich jetzt meine Minions hier weitersetzen und muss jetzt mal gucken, dass ich die hier so reinkriege. Oh, hier hört jetzt wieder so ein bisschen was. So müsste es jetzt wieder passen. Und wo schicke ich denn die Krampfmaschine eigentlich mit rein? Ich denke mal, ich lenke hier mal die Kanone da unten ab, dann können die Skelette so ein bisschen besser arbeiten. Ich weiß, ich schicke das immer alle so gegen die Tonne, aber irgendwie muss sie hier rein. Und die, ich habe ja jetzt noch nichts gelevelt, außer die Kanonenkarre, mit der kann ich aber nicht so wirklich umgehen. Und meinen Helden hier. Und deswegen habe ich meine Minions auch noch nicht auf Max, aber jetzt kommen als nächstes die Minions hier dran und auch die Ballons, die Skelettballons, die ich als nächstes leveln werde, denn die Truppe ist nach wie vor so ein bisschen so ein Spam-Garant hier, dass du irgendwie deinen Tagesstern kriegst, so will ich es mal sagen. Ich denke mal, da werden viele mir zustimmen, vor allen Dingen hier in dem Bereich, wo es darum geht, dass du einen Lava-Launcher hast, der dir jegliche Bodentruppen verlangsamt und dann auch schwächt, also mit Barbaren und Kanonenkarre und so, bin ich ganz ehrlich, kann ich hier im Bilderhold 9 Bereich nicht wirklich was mit anfangen. Im letzten Pass musste man ja immer die Tonne machen und da habe ich mich unheimlich schwer mitgetan, weil mit Lufttruppen brauchst du es nicht anfangen, aber mit Bodentruppen geht es dann gerade so. Ich habe da auch dann etliche Pokale gelassen. Okay, hat er hier gewonnen, das ist aber nicht so schlimm. Ich wollte lediglich den Stern hier haben für den Pass. Und dann holen wir uns den anderen Stern auch für den Pass, würde ich sagen. Dann haben wir den nämlich für heute schon mal durch. Und dann können wir uns anderen Sachen freuen. Ich habe 6 Mauerbrecher dabei, weil man hier 6 Stück dabei haben muss. Auch da solltet ihr immer so ein bisschen drauf achten und nicht mit irgendwas angreifen, sondern immer mal wieder in den Pass reingucken. Was habe ich noch offen? Wo kriege ich viele Punkte, dass mein Pass schon mal weit reingeht, damit ich, wenn ich dann den Goldpass habe, auch die ersten kleinen, ich nenne es mal so, Verbesserungen habe. Alter, 9000 Dunkles, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und da solltet ihr mal drauf gucken, dass ihr dort so etwas habt. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Single Inferno ist einmal da und einmal da. Okay, dann kommen wir dem mal andersrum entgegen. Oder wir kommen der Queen mal entgegen. Ich mache mal einen Warden Walk, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch, was ich nicht habe. Okay, jetzt weiß ich auch, was ich nicht habe. Ich habe keinen... ich habe keinen Ballon mehr davor, alles klar. Ich habe keinen Ballon mehr davor, dann schicke ich schicke einfach so die Mauerbrecher hier rein. Denn ich habe jetzt gleich... Oh, die gehen sogar durch. Denn ich habe jetzt gleich die Karre am Start hier. Dann nehmen wir einen King hier mit rein. Ein paar von denen. Queen hier mit rein. Dann geht der Warden auch jetzt seinen richtigen Weg. Und ich kann mir das Ganze hier so ein bisschen frei machen. Habe jetzt allerdings keinen Sprung, sehe ich gerade. Oh, da hatte ich ein paar Hocks da drin. Auch nicht schlecht. Da hatte ich ein paar Hocks da drin. Und jetzt gehen die auch endlich in die Mitte dort. Okay, da muss ich die Yetis eben auch nochmal so ein bisschen hier durchwuten. Aber, oh, die sind mir da ein bisschen entglitten. Wo ist denn mein King? Dass ich wenigstens das Lager hier kriege. Okay, da ist der King am Start. Und dann wute ich die ganzen Barbaren nochmal durch. Die sind ja nicht wirklich schlecht. Queen geht ganz gut. Und dann haben wir in dem Fall hier auch unseren Stern. Oder der Magier war nicht gut. Okay, der Magier war nicht gut. Und die Queen muss jetzt allerdings hier den Inferno bekommen. Das bekommt sie auch. Außen setzen wir die beiden Magier. Ja, perfekt. Jetzt haben wir aber... Okay, der hat jetzt in den Bohrern noch so viel Dunkles. Ah, ärgerlich. Naja, ich brauche das Dunkle im Moment für mein King noch. 3 Level noch am King. Und ich habe jetzt extra noch keine Supertruppe gebaut. Ich wollte jetzt natürlich zur Liga wieder die Fassrolle, also die Super-Mauerbrecher hier leveln. Und da ich jetzt aber noch 3 Angriffe hier mit den normalen Mauerbrechern machen muss, habe ich gedacht, ich mache das dann etwas später und mache eben mal die Angriffe zu Ende. Also einen habe ich ja jetzt schon mal geschafft. So, kriegen wir vielleicht noch ein dunkles Lager hier. Oh, die Queen ist ja noch gut am Start. Da kriegen wir doch noch einen dunklen Bohrer. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt.
in meiner Laberei. Und die kriegt auch noch die Kanone, ist noch in Heilung, 65er Queen, kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Würde ich sagen, außen gehen die meisten auf den Tesla, der geht auch noch down. Ist noch ein X-Bogen da und wenn die, Queen geht auf die Mauer, 40 Sekunden Zeit. Der Yeti geht jetzt erstmal nach außen hier und der hat noch so ein bisschen was in seinem Bucket oder in seinem Basket hinten drin. Denn alles auf Null. Okay, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Naja, ist halt cooles Farmen hier im Rathaus 12 Bereich. Das Rathaus 12 gefällt mir im Moment am besten. Nicht, weil ich jetzt gerade so cool gefarmt habe, aber irgendwo ist es ein gutes Rathaus, um nach oben was zu machen und nach unten was zu machen. Und von daher, okay, dann will ich das jetzt mal eben so ein bisschen, obwohl ich habe auch die Tage wieder nicht drauf geachtet, dass ich beim Thorsten ist es mir passiert, da hatte ich noch bevor ich den Pass hier gekauft habe, habe ich angefangen zu spenden und habe hier den Leuten Yetis gespendet, Hocks gespendet und dann gucke ich irgendwann mal, alter Thorsten, 50 Gems ausgegeben, alles klar. Mal eben 50 Gems ausgegeben. Was haben wir denn hier noch offen? Da können wir noch einen Bowler reinbauen. Dann nehmen wir mal die Hocks für den Ferdi hier. Einen Heilzauber zum Verspenden gleich. Perfekt. Und eine Maschine habe ich jetzt benutzt. Ich habe die aus der Clanburg genommen. Okay. Weil ich jetzt gleich auch ein bisschen mit Kaserne üben möchte. Und dann geht das hier seinen Lauf. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wie gesagt, die mache ich erst später, da ich jetzt erst im Pass diese hier spielen will. Und ich denke, ich hoffe, ihr geht genauso vor. Die anderen beiden Sachen kommen jetzt so nach und nach, ja, pro Tag. Also hier brauche ich jetzt nur 13 Tage für. Naja, vielleicht nicht ganz so lange. Und hierfür brauche ich 6 Tage. Weil man kriegt immer nur einen Stern pro gewonnenen Angriff in einem CK. Liga läuft, aber zu der Katastrophe komme ich in den nächsten Tagen. Ich hoffe, die Folge hat uns ganz gut gefallen. Erstmal zum Wochenstart. Kommt gut rein in die Woche und lasst uns mal ruhig ein bisschen Regentänze tanzen oder sowas, denn die Erde braucht unbedingt Wasser und nicht Sonne. Also Regen ist die neue Sonne, so kann man es auch sagen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Also lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, Twitch-Kanal bitte auch folgen, sonst verpasst ihr die wirklich coolen Livestreams mit meiner coolen Community. Bis dahin, danke, euer Toto. Flashed.